Schönen guten Tag. Ich werde hier jetzt keine Rede halten und auch kein Referat. Ich bin kein Mensch, der anderen ins Gewissen reden möchte. Ich werde Ihnen einfach etwas von mir erzählen, von meinem Gewissen. Ich wurde 1963 geboren und habe das Glück, zu jener Generation zu gehören, die in Freiheit, Frieden und steigenden Wohlstand aufgewachsen ist. Meine Eltern waren einfache Arbeiter. Sie profitierten vom Kindergeld, von der 48-Stunden-Woche und später von der 40-Stunden-Woche. Und als ich als Erster aus meiner Familie aufs Gymnasium kam, profitierten sie von der Schulbuchaktion und von der Schülerfreifahrt. Die Wirtschaft wuchs, die Arbeitslosenzahlen waren niedrig. Es war kein Problem für meinen Vater, der ein abwechslungsreiches Leben einem Eintönigen vorzog, jedes halbe Jahr einen alten Job zu kündigen und kurz darauf wieder einen neuen zu finden. Die Löhne stiegen und ein Arbeiterkind aus Kapellerfeld bei Gerersdorf bei Wien, wie ich eins war, konnte im Sommer auf Sprachferien nach England fliegen, bevor seine Eltern oder sonst jemand aus seiner Verwandtschaft jemals ein Flugzeug von innen gesehen hatte. Die Kehrseite der Medaille war, dass Wohlstand und Wachstum den Menschen nach dem Krieg nur allzu schnell darüber hinweghalfen, sich mit dem auseinanderzusetzen, was keine 30 Jahre vorher in unserem Land, auf unserem Kontinent und nahezu auf der gesamten Welt geschehen war. Der Albtraum des Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Als ich ein Volksschulkind war, gehörten Kriegsinvalide zum Straßenbild. Unser Fleischhauer hatte nur einen Arm, unser Friseur nur ein Bein. Unser Nachbar hatte einen Granatsplitter im Schädel, der langsam sein Hirn zerstörte. Seine Anfälle häuften sich. Und als dieser eigentlich sehr friedliebende und kinderfreundliche Mann damit begann, Steine in unseren Garten zu werfen, errichtete mein Vater eine Mauer anstelle des fehlenden Gartenzaunes. Später auf dem Gymnasium hatten wir Professoren, die zwar nicht mehr im Krieg gewesen waren, jedenfalls die meisten davon, die aber als Kinder oder Jugendliche von dem diesem Krieg vorausgehenden Gedankengut charakterlich verwahrlost worden sind. Sie ließen uns Dinge bis zur Vergasung lernen, drohten uns damit, wir würden, wenn wir nichts lernten, in unserem späteren Leben durch den Rost fallen, oder die uns Schädlinge nannten, wenn wir schlimm waren. Dass all das die historische Hintergrundstrahlung der Hitlerzeit war, dass es sich hierbei um das obszöne Echo der größten, bis dahin nicht vorstellbaren Menschheitskatastrophe handelte, all das wurde mir erst sehr viel später bewusst. In den 1970er Jahren des vorigen Jahrhunderts machten wir im Gymnasium bestenfalls geschmacklose Witze darüber, salutierten und schickten einander den Hitlergruß, erzählten Judenwitze hinter kaum vorgehaltener Hand, wurden von einem Gutteil des Lehrkörpers schmunzelnd hingenommen. Heute, noch heute schäme ich mich in Grund und Boden dafür. Warum? Warum kann ich mich heute überhaupt dafür schämen? Weil ich das Glück hatte, dass mich andere Menschen zum Denken gebracht haben. Aber dazu später. Meinen ersten wirklichen Juden traf ich beim Bundesheer. Ich hatte keine Ahnung, dass er Jude war. Erst nachdem er von einem anderen Kameraden in anonymen Schmähbotschaften darauf aufmerksam gemacht worden war, was einige andere Kameraden von ihm, dem Juden, halten, und sogar die Staatspolizei eingeschaltet worden war, war die ganze Sache für mich auf einmal kein bizarres Witzbild mehr, sondern Realität. Schlagartig wurde mir etwas bewusst. Dieser Teil unserer Vergangenheit war weder vorbei noch bewältigt, geschweige denn aufgearbeitet. Dieser Teil unserer Vergangenheit faulte und gärte immer noch unter der Oberfläche unserer Gesellschaft. Egal wohin man trat, früher oder später verlor der Boden, auf dem man stand, seinen Halt, wurde schwammig und man drohte darin zu versinken. Dieser Teil unserer Vergangenheit war nur notdürftig mit Erdreich zugeschüttet worden, so wie die vielen Massengräber.
im Zweiten Weltkrieg. Aber nichts lässt sich auf Dauer verbergen. Schon gar nicht etwas so Monströses wie die Folgen der nationalsozialistischen Verbrechen. Früher oder später bricht das Erdreich ein. Bingen entstehen und geben die Umrisse und die Ausmaße dessen an, was da zugeschüttet worden war. Da braucht man gar keine alten Gräben oder Gräber erst wieder aufzureißen. Die Gräben und die Gräber treten von selbst zum Vorschein. Man muss nur hinschauen und man muss den Mut haben, der Wahrheit ins Angesicht zu blicken. Das ist das Einzige, was wir Nachgeborenen tun können und tun müssen. Nicht uns schuldig fühlen für etwas, was wir nicht getan haben. Nicht einmal verantwortlich sein für etwas, wofür es zu spät ist, die Verantwortung zu übernehmen. Das Einzige, was wir als Nachgeborene tun müssen, ist, der Wahrheit ins Angesicht zu blicken. Wir dürfen nie vergessen, wozu Blindheit und Verblendung führen können. Geben Sie Gedankenfreiheit, sagt Marquis Posa zu König Philipp in Schillers Drama Don Carlos. Das Stück ist über 200 Jahre alt und der Satz grenzte damals, als er geschrieben wurde, an Hochverrat. Heute über 200 Jahre später lebt der größte Teil Europas in Gesellschaften, wo Gedankenfreiheit eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist das Problem der Freiheit. Sie wird allzu schnell selbstverständlich. Gleichzeitig aber hat man den Eindruck, dass die meisten Gedanken nur deshalb frei sind, weil sie nichts wert sind, weil sie eben nichts kosten. Gedanken aus zweiter Hand, verschlissen und abgetragen wie die Hosen vom älteren Bruder. Ja, es sind Hosen. Man kann seine Blöße damit bedecken, aber weder gehören sie einem wirklich noch passen sie. Und sie zerreißen leicht. Unser Glaube, unsere Meinungen, unsere Einstellungen sind alle mehr oder weniger übertragen, vorgedacht. Von unseren Eltern, Großeltern, Lehrern, von deren Lehrern, Eltern und Großeltern und von irgendeiner Gratiszeitung. Karl Valentin bringt es auf den Punkt. Alles ist schon einmal gesagt worden, nur nicht von jedem. Was nicht heißen soll, dass jede übernommene Glaubensvorstellung, Meinung oder Einstellung grundsätzlich falsch wäre. Aber sie ist auch nicht grundsätzlich richtig. Ob sich aus Vorgedachtem ein eigener, selbstständiger Gedanke formt, hängt vom Nachdenken ab, vom Mut und von der Neugier und von der Ermutigung, mutig und neugierig nachzudenken. Ich denke also, bin ich. Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese beiden berühmten Aussprüche, der eine von Descartes, der andere von Sokrates, lernt jeder Gymnasiast. Was er selten lernt, ist darüber nachzudenken, was diese Sätze bedeuten. Wir fordern von jungen Menschen Gedächtnisleistungen ein, anstatt sie zu Gedankenabenteuern herauszufordern. Wir setzen Wissen an erster Stelle und übersehen, dass vorher die Neugier stehen muss. Man kann sie wecken. Der Mut muss vorher stehen, neben der Neugier. Man kann ihn bestärken. Und die Freude am Denken muss vorher bestehen. Man kann sie vorleben. Nur die einfältigen Gedanken lassen die Welt auch einfach erscheinen. Himmel oder Hölle, ja oder nein, schwarz oder weiß. Ich weiß nicht, ob Sie im Laufe Ihrer Schulzeit oder Ihres Studiums oder Ihrer Lehre das Glück hatten, einem Menschen zu begegnen, einem Lehrer oder besser gesagt einem Mentor, der Ihnen die Möglichkeit und damit die Verpflichtung zum Denken ins Bewusstsein rief, der Ihnen vor Augen führte, dass Erkenntnis einen unschätzbaren Wert darstellt. Ich hatte dieses Glück. Ich war 16 und ich ging in Floridsdorf ins Gymnasium. Einer Lernfabrik von 1200 Seelen, doppelt so groß wie das Dorf am Stadtrand, in dem ich aufgewachsen war. Ich lernte damals nebenbei Klarinette am Wiener Konservatorium. Das heißt, ich wollte Klarinette lernen und hatte das Glück, bei der Aufnahmeprüfung an einen Professor zu geraten, der es mit einem pubertierenden Anfänger aus Kapellerfeld bei Gerersdorf bei Wien versuchen wollte.
Wie Sie alle wissen, ist aus mir kein Klarinettist geworden. Ich bringe heute auf diesem Instrument kaum mehr einen anständigen Ton zustande. Dennoch waren diese 3 Jahre, die ich Klarinettenunterricht hatte, für mich eine der wichtigsten Abschnitte in meinem Leben. Sie waren, das wurde mir erst Jahre später bewusst, die Rettung aus meinem erbärmlichen Gymnasiastendasein. Von artgerechter Menschenhaltung wusste man in den 70ern noch weniger als heute. Die scheinbaren Mühen, die ich auf mich nahm, damals 2-mal pro Woche nach der Schule zum Klarinettenunterricht zu fahren, wurden wettgemacht durch etwas, für das ich damals noch keinen Namen hatte, weil ich es nicht kannte. Die Lust am freien Denken. Der Unterricht am Konservatorium begann immer damit, dass ich meinem Lehrer einen verlängerten braunen aus der Kantine in den 3. Stock hinaufbringen musste. Ohne Lift und vor allem ohne etwas vom Kaffee auszuschütten. Dann wurde 5 Minuten geplaudert, so lange bis mein Lehrer seinen Kaffee getrunken hatte. Diese 5 Minuten, bevor ich dann meine Etüden vorspielen musste, diese 5 Minuten waren meine Halbwochenration Menschenkunde. Wir plauderten buchstäblich über Gott und die Welt. Ich erfuhr über die Schönheit von Bildstöcken, über Ursprünge und Bedeutungen von Eigennamen. Ich schloss Bekanntschaft mit längst verstorbenen Malern und Philosophen und ich stellte erstaunt fest, dass sie mir ebenso viel über mich erzählten, wie ich über sie erfuhr. Ich kann nicht sagen, dass ich mich damals verstanden fühlte. Ich war 16. Ich verstand mich selbst ja kaum. Aber ich fühlte mich ernst genommen und ich fühlte mich herausgefordert, genauer über die Dinge nachzudenken. Denn mein Lehrer ließ eher 4 falsche Töne in einer Tonleiterübung durchgehen als einen falschen Gedanken. In Summe haben diese 5 Minuten Gespräche über 3 Jahre verteilt wahrscheinlich nicht mehr als 15, 16 Stunden ausgemacht. Für mich waren diese 15, 16 Stunden wichtiger als der Rest meines damaligen Lebens, weil sie mich das bewusste Denken gelehrt haben. Wollen wir unsere Gesellschaft zum Besseren verändern, und es gibt genügend Gründe, das zu tun, kann das nur durch Öffnung der Märkte und Grenzen in unseren Köpfen geschehen. Vor allem in den Köpfen unserer Kinder. Was uns in der Wirtschaft stets und scheinbar mühelos gelingt, ist bei dem, was wir Bildung nennen, offenbar unendlich schwer. Freies, nach oben offenes Wachstum, die Entwicklung der Persönlichkeit und die Erweiterung des Horizonts. Wir brauchen Schulen, die keine Bildungs-, sondern Entwicklungsstätten sind, wo Kenntnisse und Wissen nicht abgefüllt und paketiert werden, sondern ein Prozess in Gang gesetzt wird, der ein Leben lang fortschreitet. Und es hat sich, ich weiß es aus eigener Erfahrung, seit den 70er, 80er Jahren schon einiges getan. Es ist aber noch sehr viel mehr zu tun. Ist die Angst vor zu viel denkenden Menschen immer noch so groß wie vor 200 Jahren, als Schiller in Don Carlos seinen Marquiposa sagen ließ, sehr geben Sie Gedankenfreiheit, sind die Dünkel immer noch so stark, dass es den meisten Menschen ohnehin lieber sei, nichts zu denken, als vielleicht ein bisschen zu meinen und den Rest womöglich zu glauben? Ja, es gibt intelligentere und weniger intelligente Menschen, Begabte und weniger Begabte, aber jeder Mensch hat die Fähigkeit, nachzudenken. Und wir sollten uns die Zeit nehmen, es zu tun. Ob jemand schneller oder langsamer zu einer Erkenntnis gelangt, ändert nichts am Wert einer Erkenntnis. So viele halbe Persönlichkeiten laufen herum, weil man ihnen nie beigebracht hat, dass der Kopf zwar geschlossen, das Denken aber offen ist. Geben wir Gedankenfreiheit, uns und anderen. Kein Mittel ist besser gegen Intoleranz, gegen Vorurteile und gegen die Gleichgültigkeit. Fordern wir uns und andere heraus, sich Gedanken zu machen über das Wesen der Dinge und über uns selbst, ohne zu belehren,
sondern indem wir Gespräche führen und andere auf ihren Gedankengängen begleiten. Ermutigen wir einander, die alten Hosen herunterzulassen, Stellung zu beziehen, zu argumentieren, eine zweite, dritte, vierte Meinung einzuholen. Zeit ist nur dann ein Wert, wenn man sich die Zeit auch lässt und nimmt. Wir vergleichen den Fettanteil von jedem Joghurtgetränk, aber bei den wesentlichen Themen greifen wir zum nächstbesten Argument und vertreten die Haltung, die gerade für uns am günstigsten erscheint. Machen wir uns zu mündigen, eigenverantwortlichen, unbequemen und gleichzeitig respektvollen Zeitgenossen und vor allem bleiben wir Menschen. Als solche stehen wir heute hier und gedenken all jener, die in der unseligsten, unmenschlichsten Zeit gelebt haben, die die Menschheit bis dahin erlebt hat und deren Opfer sie wurden. Und vergessen wir eines nicht, etwas, das sich in den 2500 Jahren nicht geändert hat, seit dieser Ausspruch vom griechischen Staatsmann und Feldherrn Perikles geprägt wurde. Zum Glück brauchst du Freiheit. Zur Freiheit brauchst du Mut. Den Mut, über den eigenen Schatten zu springen. Den Mut, gegen die Unfreiheit aufzustehen und sich auch für das Glück des anderen einzusetzen. Das alles wünsche ich uns allen. Danke.